Kurzes, aber sehr wichtiges Bitcoin-Update und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Coinstelle. Im heutigen Video möchten wir nur ganz kurz etwas auf dem Bitcoin-Chart ansprechen, denn wir sind über das Wochenende hinweg aus dem Falling Wedge hier nach oben hin ausgebrochen. Jetzt besteht nämlich eine Gefahr zum Wochenbeginn und zwar geht es hier um die CME Groups, also das heißt um die Bitcoin Features. Und wenn wir mal ganz kurz hinschauen, wir sind aktuell hier jetzt bei 34.500 Dollar angekommen. Ihr seht es, hier war das Falling Wedge. Wir sind hier einmal ausgebrochen. Wir hatten hier schon mal ein sehr, sehr starkes Fakeout. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Aber ganz, ganz wichtig, wir sind hier bei 34.500, aber die Bitcoin Features und Optionen haben am Freitag bei 32.480 Dollar geschlossen. Das heißt also, wir haben ein sogenanntes Gap, eine Lücke, die sich jetzt gebildet hat. Und zwar von circa von diesem Punkt hier, wo ihr es gerade seht, bis hier oben natürlich. Und genau sowas hatten wir hier schon mal. Das möchte ich euch jetzt ganz kurz zeigen, dass falls nämlich jetzt jemand in einer Long-Position drin ist, jetzt noch die Möglichkeit besteht, diese Position zu schließen oder natürlich erstmal sehr, sehr stark einen Anteil an Profit hier zu nehmen, gegebenenfalls vielleicht sogar später noch eine Short-Position aufzumachen. Und zwar möchte ich dir hier Folgendes zeigen. Wir gehen mal kurz hier rein und dann seht ihr, das ist im Endeffekt eins zu eins dasselbe Chart, nur hier eben auf dem 4-Stunden-Chart die CME Features von Bitcoin. Und ihr seht, hier hatten wir sowas schon mal. Und zwar am 14. hier nein, stimmt doch, am 14. Juni. Auch hier hat sich eine Lücke gebildet. Da haben im Endeffekt am Freitagabend die Features haben hier geschlossen bei ca. 37.530 Dollar. Dann übers Wochenende ist der Bitcoin-Chart aber natürlich weiter, also der Bitcoin-Preis weiter ausgebrochen. Am Montag haben die, ihr seht es, wir haben dann hier im Endeffekt diese Lücke gebildet. Am Montag hat die Börse dann wieder aufgemacht und zack wurde der Preis bzw. die Lücke hier wieder gefüllt. Und das können wir hier in der Geschichte, in der Vergangenheit von Bitcoin des Öfteren nachschauen. Das ist schon sehr, sehr oft passiert und das könnte natürlich jetzt wieder passieren. Zusätzlich haben wir hier noch zwei sehr, sehr starke Indikatoren, die das Ganze auch nochmal untermauern. Einerseits hier im Features, seht ihr es, CME Features, wir sind noch nicht aus dem Falling Wedge ausgebrochen, wir sind noch drin. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf dieses Chart hier, wir sprechen gleich über diese zwei grünen Boxen auch nochmal. Aber das erste, was ich dir zeigen möchte im 1-Stunden-Chart, ihr seht es hier jetzt, während der Bitcoin-Preis weiter nach oben steigt, seht ihr aber hier eine bärische Divergenz. Das heißt also im Endeffekt, seit diesem Punkt, Bitcoin-Preis steigt, aber hier im RSI fällt das Ganze immer weiter. Ich mache mal kurz eine Linie hin, dass ihr das Ganze auch seht. So, während wir hier nach oben steigen, spricht der RSI jetzt im Endeffekt schon davon, dass wir vielleicht sogar eine Korrektur sehen, weil wir hier schon im Endeffekt eine bärische Divergenz haben. Das ist Punkt Nummer 1. Und jetzt natürlich auch nochmal was ganz Wichtiges, volumentechnisch. Wir gehen hier nochmal ins 4-Stunden-Chart da dazu. Ihr seht das jetzt, was wir hier an Volumen haben bei diesem Ausbruch. Und dieses Volumen ist meiner Meinung nach deutlich zu gering, um hier jetzt wirklich signifikant aus diesem fast schon Bärentrend, den wir jetzt eigentlich ja gerade sind. Also wir sind ja am absteigender Trend im Endeffekt gerade. Und natürlich, um hier jetzt auszubrechen, brauchen wir deutlich mehr Volumen. Ich meine, wenn man mal schaut, was wir hier an Volumen, Kaufvolumen reinbekommen haben, als Bitcoin hier das erste Mal auf die 28.800 Dollar zugelaufen ist. Auch hier hatten wir enorm viel Volumen und das fehlt hier eben jetzt gerade komplett. Das ist ein Punkt. Dann die bullische Divergenz, die Lücke, die Bitcoin hier im Endeffekt über die CME Gaps gebildet hat, diese Lücke, die wir dann wieder gefüllt haben. Ich denke, was Ähnliches können wir jetzt auch wieder damit rechnen heute Nacht. Die Features werden jetzt in wenigen Stunden dann öffnen. Das heißt also hier auf jeden Fall ganz stark darauf achten. Wie gesagt, wenn du eine Long-Position hast, würde ich persönlich, also ich habe meine Long-Position schon vorher geschlossen, aber ich würde jetzt spätestens einen Großteil der Profite nehmen, gegebenenfalls vielleicht die Position ganz schließen oder zumindest mal das Stop-Loss in den Gewinn setzen, in den Profit setzen. Genau. So, und dann haben wir noch zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte, und zwar einmal das Fibonacci-Retracement. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal schauen, wir sind hier von dem obersten Punkt, gehen wir bis zu dem tiefsten Punkt und schauen jetzt, wo wir hier im Endeffekt, warum wir hier wieder abgeprallt sind. Und dann seht ihr das Ganze relativ gut. Wir zeichnen uns vom obersten Punkt, wir gehen hier bis zum untersten Punkt, ziehen das rüber und seht ihr das? Wir sind genau gegen das 0618er gelaufen. Vom untersten Punkt, okay? Jetzt mache ich das Ganze hier nochmal
Und zwar hat im Endeffekt dieser Kanal, dieser Trend, dieser absteigende hier oben begonnen. Das heißt, wir setzen das am höchsten Punkt an, ziehen es bis hier zum tiefsten Punkt rüber. Und dann seht ihr, was hier für eine Gruppe bzw. dieses Rechteck, was sich hier bildet. Auch hier haben wir das 0618 und das 786er. Und genau hier in dieser Range befindet sich Bitcoin jetzt auch gerade. Und das sieht man auch sehr, sehr gut. Wir sind einmal hier dagegen gelaufen. Wir gehen mal kurz ins 1-Stunden-Chart. Ihr seht, wir sind hier ein bisschen dagegen gelaufen. Dann haben wir es reingeschafft, haben das Ganze bestätigt. Nicht nach ganz oben geschafft, aber ihr seht, auch hier bildet sich gerade so ein kleiner Kanal. Aber wie gesagt, wir haben hier im 1-Stunden-Chart ganz klare bärische Divergenz, auf die wir aufpassen müssen. Die Frage ist natürlich, falls wir jetzt hier nach unten hin ausbrechen sollten, bis wohin könnten wir denn fallen, beziehungsweise bis wohin könnte der Bitcoin-Preis fallen und wie messen wir das? Und das ist relativ einfach, haben wir auch schon des Öfteren auf dem Kanal hier besprochen. Und zwar gehen wir hier jetzt an den tiefsten Punkt, also der hier unten, ziehen das Ganze bis zum höchsten Punkt, gehen hier rüber und dann seht ihr, wo wir im Endeffekt wieder Support finden. Und das wäre circa bei 31.400 $ bis runter auf die 30.500 $. Also, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ganz kurz für die Leute, die dieses Fibonacci-Retracement als Indikator jetzt noch nicht nutzen, nutzt dieses sehr, sehr gerne. Ihr findet hier in diesem Video, auch am Ende dieses Videos, jetzt wird es gleich hier links oder rechts eingeblendet, das mächtigste Trading-Tool, also im Endeffekt hier dieses Fibonacci-Retracement, das ich sehr, sehr häufig nutze. Von 10 Trades kann man das 8, 7 bis 8 Mal nutzen und bringt uns im Endeffekt, oder mit dem kann man die Preisprognosen recht gut treffen im Endeffekt. Wie gesagt, wenn du das Ganze nutzen möchtest, sehr gerne hier. Ansonsten, wenn du gerne in die kostenlose Telegram-Gruppe kommen möchtest, findest du das Ganze einfach unter der coinstelle.de. Du findest natürlich den Link hier in der Videobeschreibung. Hier geht es zur kostenlosen Telegram-Gruppe, wo wir dann auch den ein oder anderen Projekttipp ein oder andere Mal geben oder dann im Endeffekt auch die ein oder anderen Trading-Signale. Okay, alles klar, dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, und zwar bevor die Features jetzt noch aufmachen, was persönlich glaubst du? Werden wir hier jetzt ausbrechen? Werden wir hier vielleicht sogar bald oberhalb dieser 36.500 ankommen? Spätestens dann könnten wir eigentlich, vorausgesetzt, wir kriegen hier natürlich mehr Volumen rein, könnten wir relativ schnell jetzt die bullische Wendung hinlegen. Natürlich spätestens, wenn wir hier bei 42.000 oberhalb geschlossen haben, dann können wir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass jetzt dieser Bärentrend vorbei ist und dass wir jetzt Richtung 100.000 aufbauen werden. Okay, alles klar, dann soll es das schon gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.